Was wir uns gleich angucken können, wo ich Bock drauf habe, was ich noch nicht gesehen habe und es kam vor 3 Tagen raus, ist VBT-Runden und ihre Samples. Können ein bisschen Sample-Raten mit VBT machen, das ist doch voll geil. Ich glaube, Mr. Sample ist ein Kanal auch von Boss Explosive und wir haben das sehr lange nicht gemacht, das ist doch voll cool. Finale an dieser Stelle kommt nächsten Mittwoch, genau. Und da gucken wir dann auch, es gab wohl im VBT 2015 ein sogenanntes All-Stars-Battle. Vielleicht gucken wir das als Einstieg vorm Finale. Die haben was. Ach, guck mal, hier ist auch Pimpf mit drauf. Spliff ist drauf, Steezy ist drauf. Kriegt direkt einen Daumen hoch. Wer von euch hat das Video schon gesehen? Mal sehen, ob ich das erkenne. Ich bin jetzt eigentlich, müsste ich jetzt ein VBT-Kenner sein. Aber wir gucken immer erst ab 16. oder 8. oder so. Hier ich. No, nö, eins, no. Also es scheint so ein 50-50-Ding zu sein. Wir gehen rein. Okay, das ist von Django Unchained. Das ist die Runde von Tune gegen Pimpf. Ich gucke nicht in den Chat, wo er so gerappt hat, du bist Durchschnitt oder du bist Standard, irgendwie so. Fortune, Pimpf, Tune, Tune. Okay. Mich würde mal interessieren, ob Pimpf das selbst noch gewusst hätte. Pimpf ist nicht groß und nicht klein, ist nicht jung und nicht alt, er ist der Schlimmste von allem, er ist Durchschnitt, er ist nicht arm und nicht reich, er wie uninteressant, hallo Max Mustermann, einfach Durchschnitt. Hätte mich ja auch mal eine Rückrunde von Pimpf interessiert, die Hinrunde war schon sehr garstig damals. Ja, ich hätte Jonas auch gern darauf gehört. Safe. Und hallo Max Mustermann, einfach Durchschnitt. Oh, das kenne ich. Das kenne ich. Warte mal, warte mal. Oh, Mist. Ich kenne es. Ich kenne es auf jeden Fall. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Das ist... Aber jetzt wer gegen wen? Das ist Plifftastic... gegen Bladesa. Das ist diese Hinrunde mit diesen, wo da diese Pflanzen so tanzen und so. Und Bladesa macht dann nämlich auch so eine lustige, so eine farbenfröhliche Rückrunde. GG. Kiko hat doch in den Chat geguckt. Ja, 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 ja. Ich sehe eure Kommentare hier. Schon reg dich auf, wie scheiße alles ist. Die großen Worte viel zu groß für einen kleinen Mann wie dich. Viel Wirbel um nichts, man sprengt das Mittelmaß eher nicht, wenn der Weg, den man geht, nur der vom Schaukelstuhl zum Fenster ist. Oh, was ist das? Ah, Greencore. Ich hab's tatsächlich verpasst. Greencore, danke schön. Danke für den verschenkten Sub. Ach, scheiße, jetzt hab ich reingeguckt. Vielleicht wäre ich drauf gekommen. Also ich darf nicht in den Chat gucken, bevor ich das mache. Ich weiß, dass wir das mal gesehen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass ich drauf gekommen wäre. Das ist aber ein Battle, was auch auf jeden Fall noch, wenn es nicht in der VBT-Vitrine vorgeschlagen drinsteht, in unserer Datei, dann würde ich es auf jeden Fall reinwerfen, weil das ein geiles Battle war. Ich glaube, ich hätte es gewusst, weil ich noch weiß, wie Spliff da so am Strand rumläuft und einfach so Spaß hat mit seiner Feder bei Click. So Urlaubsvideo. Aber ja, jetzt kann ich alles behaupten. Ne? Jetzt kann ich Real Talk machen. Ich hätte es auf jeden Fall gewusst. Yeah. Na, na, na? Hab ich dort überhaupt keinen Bock drauf. Ich bin cool. Spliff, der Typ, der zum Coolsein schon einen Bong braucht. Und ich hab noch einen Grund, warum der Spliff... Geil. Da hab ich Bock drauf, dass wir das gucken. Also, irgendwann. Cousin könnte, denn er feiert sowohl Steezy als auch diesen Fußballmenschen. Oh, das kenne ich. Oh, warte mal, was ist das denn? Das ist ja, also das ist ja letzten Endes ein Ami-Beat, aber wer hat den gepickt? Ich kenne den Beat. Das könnte Koro oder sowas sein. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Koro gegen Jin.
Das war jetzt wirklich komplett random geraten. Also ich habe einfach nur so gedacht, das passt so vom. Alter, ihr wisst es einfach alle, ne? Ich bin back wie ein Zombie und komm dabei lässig wie. Ach, das ist dieses Battle, wo die so umgedrehte Videos haben, oder? Zombie steckt Jen in ein Formtief. Ich bin sagenumwoben wie das Rheingold. Komm ein Video bei Spike Jones, sacke dich zu Kleinholz. Ja, okay, doch. Es war noch ganz fern in Erinnerung. Das war Lucky Shot jetzt. Das wusste ich nicht. Rheingold, komm ein Video bei Spike Jones, sacke dich zu Kleinholz. One is. Ah. Aber das ist nicht VBT, das ist VCB und zwar ist das, sie standen Angesicht zu Angesicht. Oder warte mal, das ist VBT. Das ist VBT Splash, Mel, Tech Rap und Moon. Nee, das ist Royal Fam gegen Mel, Tech Rap und Moon im VBT Splash 2014 Halbfinale. So, jetzt haben wir's. Ey, alles aus dem Chat gelesen, ne? Die Reaction haben sich viele auf YouTube gewünscht. Aber ich bin dem Gefallen nicht nachgekommen. Ich mochte meine Reaction-Performance da nicht. Ich habe eigentlich gar nichts gesagt, weil ich schon voll tot im XXL-Stream war. Sie standen Angesicht zu Angesicht. Auch richtig schöner Beat auf jeden Fall. Aber Royal Fam hatte auch echt sehr oft sehr gute Beats, muss man sagen. Und alles immer hauseigen produziert, was auch sehr geil ist. Boah, das kenne ich auch. Das kenne ich auf jeden Fall. Aber boah, welches Jahr? Ich gucke extra hier hin, ne? Hier. Chat wäre hier. Hier sehe ich den Chat. Oh, das kann man auch kennen. Das kann man schon kennen. Schönes Sample. Ich glaube, das weiß ich tatsächlich nicht. Das kann man schon wissen, aber ich weiß es nicht. Ach, das ist. Ist Maddox gegen Dasso? Oder andersrum? Ach, das ist, wo Dasso das so nachäfft, ne? Die beiden waren auch noch gerade beim Mario Kart Cup dabei, ne? Mary, dankeschön für den Song. Aber das heißt, ist Maddox gegen Esther? Ist das das? Doch, doch, doch. Das ist Maddox gegen Esther und sie hat den Beat gepickt. Die Mario Kart-Legende. Du bist seit 3 Jahren beim VBT, 3 Jahre Teil dieser Szene und seit 3 Jahren der Einzige, der über Eike noch redet. Gleich wie ein Mädel, ich frag mich bei uns beiden, wer hat die Klitoris, wenn dir bei deinen Clips nur wichtig ist, dass deine Friese sitzt. Das ist Pimpf gegen Scotty, die Hinrunde. Bisschen höher gepitcht. Ja, okay, ganz sicher, 100%. 100%. Schöner Pitch, klingt echt nett. Du kannst auf angesagte Beats flowen und schreibst Hits, indem du die Melodie klaust. Was ist gerade in den Charts, was man da rappen kann? Ist da eigentlich auch so, hab ich auf das Battle mal eine Reaction gemacht? Die AR von Scotty ist auch die Hook von Kali da so. Bestes von Town. Pimpfi, du feierst den Scheiß doch genauso. Komm, weiter. Wo hört man sich dank einem Ohrwurm keine Texte an? Ich gucke lieber nicht. Boah, das kann man schon kennen, aber wow, I don't know. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Es könnte so Prenzlauer Berg-Hinrunde sein, vielleicht so eine Hinrunde von den Jungs beim VBT Splash. Keine, aber ich weiß nicht, ich habe gar keine Ahnung. Schläfkiko, Schliva? Ach, war das gerade eben? Das hatten wir gerade. Ach, das war das. Cooking Channelie. Ich fand die Seite des Battles nicht so gut, Mann. Da habe ich Kopfschmerzen gehabt. Da hat die Imo noch nicht gewirkt. Was soll ich sagen? Ja, eigentlich mit einem sehr guten Kurzzeitgedächtnis ausgestattet. Aber da... Nee, was Jeremy darauf veranstaltet hat, dass er Wisse da hat, das war wie Men in Black, dieses Blitzdings. Das war für mich wie Blitzdings. Die Imo war eingeworfen und ich habe das Gott sei Dank schnell losgelassen. Egal. Ey, wie kann er das? Also, verrückt. Wie du hier rumbrüllst, du bist letztlich der Verlierer. Doch auch für dich gibt's ein Happy End, du rettest therapierbar. Ja, du hast in meiner Runde auch mal deinen Part gerappt. Das war doch gegen Schliva, oder? Das fand er gar nicht nett. Oh, das kenne ich auch noch. Scheiße! Das kenne ich auch noch. Ich sehe ja schon, wie der Chat hier macht, aber... Was ist das noch? Das war doch gegen Schliva, oder? Das fand er gar nicht nett. Hab eigentlich gut angefangen. Ich bin gut ins Video reingekommen. Ich weiß es nicht. Scheiß drauf, ich weiß es einfach nicht. Spliff gegen Schliva. Boah, keine Ahnung, ob wir das schon mal... Doch, das haben wir vielleicht auch mal gesehen, aber ne, okay. Nee, das... Nee, das wusste ich nicht. Also, das ist nicht schlimm. Das wusste ich wirklich einfach nicht. Statt ein Wackness-Kompensierer, Privatdetektiv, so zum Penner namens Schliva. Ah, auch so richtiger Spliff-Tastic-Beat. Jetzt noch so eine Wetterbericht-Einblendung. Sein Plan, wo der ist? Nee, wer ist das? Der erzählt den ganzen Tag, dass er kifft und deshalb... Das fand er gar nicht nett. Denk ich, dass er circa 14 Jahre alt ist. Oh, das kenne ich. Das ist Dantasy. Dante, oder das ist vielleicht keine Runde von Dantasy, aber Dantasy rappt da eine Gasthook. Und da rappt er auch, Kiko ist der Boss, aber bei welcher Runde rappt er das? Du denkst, da, Kiko ist der Boss. Ist das eine Mio Mao Runde oder so? Warte mal. Auf jeden Fall macht Dantasy da eine Hook. Ja, also jetzt spätestens, also wenn ich es jetzt da noch nicht erkannt gehabt hätte, würde ich es jetzt erkennen. Aber ich weiß immer noch nicht, wer die eigentliche Runde rappt. Könnte Mio Mao sein. Könnte schon Mio Mao sein. Ich sag Mio Mao. Yeah! Wenn du dich mit einer Nutte in ein Zelt verziehst, weil sie sehr schön aussieht und dir noch die Welt verspricht, aber dann fehlt, dass sie die Nutte einfach Benjamin. Ist das was so, wie wenn du mit Mucke Geld verdienst? Du Schade, ist schon zu Ende. Mann, es macht immer so Spaß, ne? Samples raten so cool, Mann. Ich höre es jeden Tag und finde, Kiko ist der Boss. So ein Sack. So ein guter Rapper, so ein Sack. Ja, geiles Video. Lasst doch bitte gerne mal Liebe da. Das Video hat mehr Aufmerksamkeit verdient. Wurde gebrochen. Aber entertained.